Was ist das? Das. Nix. Offenbar nicht. Sieht einfach nur irgendwie cool aus. Von. Ja, von da sind wir gekommen. Kommen wir hier hoch? Ja. Gut. Volgrim und seine Dämonenzunge. Sie zehren von den Überresten einer Welt, für deren Zerstörung sie mitverantwortlich sind. Was tun sie? Doch trotz seines Durstes nach Seelen könnte sich Volgrim auf dieser Reise als nützlich erweisen. Naja, vor allem, weil wir halt von ihm ja auch ein bisschen was, ne? Ah, okay. Ich sehe schon. Uah, schmeiß mich hier nicht runter, du. Kleine Arschkrampe. Ich gehe jetzt einfach gerade mal davon aus, dass es am Baum weitergeht. Ja, ich bin auf kleiner Raum. So, noch ein Klumpi-Diplom. Noch ein Lurchklumpen. Hier ist nichts. Ah, da ist noch einer. Sehr, sehr gut. Mal gucken. Weiter, weiter, weiter. Überraschung. Diese Wurzeln, ich hoffe, ich fahre hier nicht lang. Sie scheinen alles überwuchert zu haben. In der Tat, Herren. Ich hoffe, ich fahre hier nicht irgendwann runter beim Kämpfen. Ach so, ich dachte, hinter uns ist auch noch einer. Das hat sich gerade erledigt. Gibt es hier noch was? Ha. Ein mittelgroßer Lurcherklumpen. Das ist doch auch mal schön. Ach, das waren eben die Genossen hier, die uns hinterher gekommen sind. Alles klar. Einfach nur, falls sich da jemand hinter versteckt. Da oben wartet jemand auf uns. Das habe ich eben schon gesehen, als ich um die Ecke kam. Oh. Au. Ah, nicht runterfallen. So, hier oben hat uns... Keiner. Ach so, der war eben runtergesprungen, dann war der das. Okay. Ah, der Dude. Ein großer Lurcherklumpen. Was haben wir hier? Das sieht auch nach. Okay. Von mir aus auch so. Mir soll das recht sein. Da will ich rüber, aber ich glaube nicht, dass ich darüber komme. Einen Sprung schaffe ich so nicht. Das wird ja nichts. Juhu. Wow. Arschkrampe. Okay, durch die Tür geht's nicht. Theoretisch könnten wir jetzt nochmal zurück und die Seelen nochmal bringen, aber ich glaube, das lohnt jetzt nicht unbedingt. Hier oben ist... Ah, okay, ich sehe schon. Ah, genau, die Rampe hier, die war mir auch eben schon aufgefallen. Das ist ja so ein untrügliches Zeichen für Hallo, hier geht's weiter. Okay, hallo, hier ist eine Sackgasse. Ich sollte auch gleich einmal eine kurze Pause machen und gucken. Ich frage mich, ob hier noch jemand lebt. Und wenn ja, wer? Ob die Aufnahme anständig aussieht, das habe ich nämlich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Wisst ihr was? Bevor ich jetzt mit ihm spreche, mache ich das einfach mal. Ich glaube auch, er hat gerade gespeichert. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.
So, meine Lieben, da bin ich wieder. Es hat tatsächlich ein, zwei Problemchen gegeben. Ich hoffe, ich habe sie ganz gut gelöst. Denn die Mikrospur, die wurde nach der Zeit... Irgendwie hat die sich ein bisschen verzogen. Aber weiß ich jetzt nicht so genau, woran das liegt. Müsste ich nochmal forschen. Aber gut, ich habe mir jetzt erstmal was überlegt. Ich hoffe, so kriegen wir das denn auch hin, dass ich da denn nicht ganz so viel Schnibbelkram mit habe, weil das war jetzt gerade echt ein bisschen doof, ein bisschen nervig. Das habe ich nämlich jetzt tatsächlich erstmal irgendwie hingetüdelt, aber gut. Es geht weiter. So, einmal hier. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Das wird uns beiden Spaß machen. Oh ja, das wird es. Achso, und ich habe den Ingame-Sound noch ein bisschen runtergedreht. Der war nämlich, glaube ich, ein bisschen laut. Den musste ich schon ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, jetzt sollte das gehen. Wie du willst. Sonst passe ich ihn halt wieder nach oben an. Das ist mir ja dann auch ziemlich Latte, ne? So. Oh, sorge dafür, dass sie schreien. Und natürlich sorgen wir dafür. Wir haben ein Merkmalpunkt und Gesundheit, Stärke, Magie setze ich erstmal ein bisschen hinten an. Werde ich auch bald machen, aber setze ich jetzt gerade mal hinten an. Gesundheit oder Stärke? Also ich muss gestehen, Gesundheit ist mir gerade doch noch ein bisschen... Ja, wir machen jetzt nochmal Gesundheit. Der nächste kommt dann wieder Stärke und dann können wir auch nochmal Magie machen. Weiter. So, aber wir wollen ja auch überleben. Und wir wissen, das ist nicht so ganz leicht, wenn ich hinter der Tastatur sitze. Hinter mich, Winzlinge. Ich kümmere mich um unsere ungebetenen Gäste. Ein Reiter. Fury, die sich das Recht vorbehält, dich an Ort und Stelle umzubringen. Und du bist? Überrascht. Und ziemlich erleichtert. Nenn mich Ultan Schwarzhammer. Heute keine Schmeicheleien für mich. Du bist ein Erschaffer, nicht wahr? Ja, wenn es denn etwas zu erschaffen gibt. Heute ist mein Talent nur für Instrumente des Todes gefragt. Das hier ist doch gar nicht dein Krieg. Nein, nein und ihre auch nicht. Wie deinen Rat kümmert mich das Gleichgewicht, Reiter. Die Menschen, so schwach sie auch sind, sind Teil des Gleichgewichts. Du bist doch sicher hier, um sie zu beschützen. Falsche Frage. Ein Haufen nutzloser, haarloser Affen, deren größtes Talent es war, raffinierte neue Wege zu finden, einander zu entzweien und zu zerstören. Sie könnten auf ewig leiden oder morgen sterben und ich würde nicht mit der Wimper zucken. Was willst du denn hier? Wie nennt man dich? Jones. Jones. Frag mich nochmal. Und es war dein letzter Atemzug. Ha, sieh dich um. Sieh, was hier geschehen ist. Glaubst du ernsthaft, irgendetwas macht mir jetzt noch Angst? Ruhig, Junge. Mit ihr ist nicht zu scherzen. Ja, was hab ich schon zu verlieren? Dieser idiotische Konflikt lässt euch alle so töricht aussehen. Engel, Dämonen, Reiter, selbst Erschaffer. Wofür kämpfst du überhaupt? Sag's mir! Der gefällt mir. Du darfst weiter atmen, Jones. Reiter, bitte. Dich auf unserer Seite zu haben, würde das Blatt wenden. Die Menschheit hätte eine Chance. Zwar spielt das Gleichgewicht in meiner Mission eine Rolle, sie jedoch nicht. Ich bin hier, um die 7 Todsünden aufzuspüren und zum Rat zurückzubringen. Nicht mehr, nicht weniger. Was, wenn ich dir helfen kann? Deine kleine Kette da, die könnte man verbessern. Das bezweifle ich ernsthaft. Ich komme ganz gut ohne Hilfe zurecht. Sicher. Aber falls dir mein Titel entgangen ist, ich bin ein Erschaffer, der sich auf Instrumente für Zerstörung, Chaos und Schmerz zufügen spezialisiert hat. Es leuchtet also ein, dass der kleine Ultan dein Arsenal verbessern könnte, wenn seine Ritterlichkeit mir die Chance geben würde.
Im Austausch für? Die Menschheit wird ohne Hilfe nicht überleben. Falls dir auf deiner Reise Menschen begegnen, schick sie doch bitte hierher. Haven ist der einzige Ort, der ihnen genug Schutz bieten kann. Herschicken? Du erwartest, dass die Affen ein Schlachtfeld überqueren und dich finden? Oh nein. Dazu brauchen sie das hier, die Brücke. Nur Menschen können sie benutzen. Eine Berührung. Und schon sind sie in Haven. Muss ich sie anfassen? Ich nehme dein Angebot an, Erschaffer. Obwohl deine Sammlung dadurch auch nicht weniger wertlos wird. Dann haben wir eine Nichtabmachung. Als Zeichen meines Vertrauens. Ein Geschenk. Zorn. Wo? Suche ein Höllenloch in der Unterwelt. Unter der Stadt. Und Reiter, bitte. Ja, ja. Ich werde die Winzlinge zu dir schicken, so sinnfrei das auch ist. Wird sich zeigen. Und denk dran, Fury. Das Tor nach Haven steht jedem offen, der fragt. Der Brückenstein, ein verzauberter Stein, dem uralte Erschaffermagie innewohnt. Er gewährt den sofortigen Transport eines Menschen direkt nach Haven. Das ist sehr, sehr gut, glaube ich. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, dem guten Ultan ist ein Amboss auf den Kopf gefallen während seiner Arbeit. Aber okay, sowas kann passieren. Mit dem können wir reden. Willkommen, Reiter. Oh, mit ihr. Entschuldigung. Hast du genug vom Monster töten? Ach, leck mich. Das sieht irgendwie so aus, als würde uns das nach unten führen. Ich will mich hier erstmal ganz kurz umgucken. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch eben im Video irgendwo in der Zwischensequenz was gesehen, was nach oben führt. Und da müssen wir definitiv nicht hin. Deshalb muss ich mich hier natürlich einmal umschauen. Das ist ja völlig logisch. So, hier gibt es bestimmt viele tolle Sachen. Und wer nicht? Endlich kann ich beruhigt schlafen. Ja, schön. Das würde ich auch gerne mal wieder, aber naja, reden wir da nicht drüber. Hier muss es doch irgendwo was Schönes geben. Ich habe doch den Weg hier hoch jetzt nicht umsonst gemacht, oder was? Was wäre das denn dann? Komm. Ich glaube, den kann ich nutzen, oder? Ja, sehr schön. Oh, das flog sogar besser als gedacht. Wow. Leck. Das sind sehr reißfeste Spinnenweben. Ich finde es schön, wie die Toilette da oben noch auf diesem kleinen Vorsprung steht. Sie hält sich wacker, ihren Dienst zu verrichten. So scheiße es auch ist. Entschuldigung, der war total scheiße. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Entschuldigung, den habe ich selbst nicht kommen sehen. Das war es hier oben schon. Das ist aber recht mau, muss ich gestehen. Mau. Okay, können wir mit ihm nochmal sprechen? Sagt er nochmal was? Nö. Doch. Willkommen, Fury. Oh. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Okay. Diamantsparspiel haben wir nicht. Das ist schade. Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Dafür brauchen wir noch ganz viele tolle Sachen und die haben wir alle noch nicht. Das ist schade. Manu. Interessant. Leb wohl. Alles Gute, Fury. Das war gar nicht Ultan gewesen. Ich wusste doch vorhin, der sieht irgendwie anders aus. Ich heiße dich willkommen. Der hat nämlich so einen runderen Kopf. Und guck mal hier, als ich es mir vorhin gesagt habe, habe ich gedacht so, okay, es sah wahrscheinlich nur in der Sequenz so aus. Aber nein, hier, Amboss-Schädel ist Amboss-Schädel. Ich hatte recht, ich habe mich doch nicht geirrt. Ich habe es vorhin nur trotzdem gesagt, weil ich dachte, naja, auch Konsequenz heißt auch Holzwege zu Ende zu gehen. So, müssen wir hier, achso, es reicht, dass wir hier einmal drüber gehen. Er hat sich seiner Sache fest verschrieben. Ultan? Er ist blind für das, was wirklich zählt. Wirklich?
Nur eine weitere Schachfigur, die nie verstehen wird, wie mit ihr gespielt wird. Und er hört sich gern selbst reden, nicht wahr? Ganz im Gegensatz zu dir. Hab ich auch gerade gedacht. Hast du was gesagt? Nein, ich habe es nur gedacht. Ich bin ja ein schlaues Mädchen. Ja, das wissen wir doch schon. Das wissen wir doch. Bisschen irgendwo... Huch. Ach ja, wir sind total toll. Klar, ich gucke jetzt erstmal hier wieder so ein bisschen... Oh, bis hier... Uah. Die ist aber auch schon echt eine geile Sau, ne? Das Diamantspat, den hätten wir eben gebraucht, aber ich glaube zwei davon. Mit Diamantspat können deine Waffen aufgerüstet werden. Bringe Utan Diamantspat, um eine Waffe zu verbessern. Brauchen aber noch einen. Ich hoffe, wir haben noch nirgends vorhin übersehen, dass wir jetzt nicht hätten eigentlich schon können. Hier ist so ein... So ein Wirbel irgendwie, aber der bringt uns mal gar nichts. Hier ist auch mal so gar nichts, aber es sieht irgendwie so aus, als wenn hier noch irgendwas wäre. So. Oh, nee, doch nicht. Kommen wir hier hoch? Nope. Ja, da irgendwo... ruschelt ist. Meine Güte, die lauern uns aber auch überall auf. Wie so sabbernde Voyeure. Ja, das ist... Ich wollte gerade sagen, der Schatten ist groß. Hinüber. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, er ist hinüber und ist er gar nicht, aber doch ist er doch. Noch einer. Aber zum Glück nur so ein kleiner Zwerg. Das ist natürlich recht angenehm. Ah, bei Wohlgram hätten wir die eben auch nochmal so ein bisschen... Okay, es leuchtet einfach nur so. Aber da vorne ist noch was. Ich habe es gesehen. Mit meinen Looter-Augen habe ich es gesehen. Hier, auf dem Tisch. Ein Stärkungsfragment. Noch ein Voyeur, ein Sabbernder und Gurgelnder. So, da sind wir gewesen. So, hallo! Da oben ist wieder einer, der mit seinen scheiß Fläschchen schmeißt. Okay, hier hätten wir Wohlgram. Das machen wir gleich, nachdem wir hier auch noch gesammelt haben. Denn hier kriegen wir ja auch noch ein bisschen, ne? Oh, ich habe die Mülltonne kaputt gemacht. Verzeihung! Habe ich jetzt gerade wirklich das Auto angegriffen? Ha! War leider ein bisschen zu weit vorne. Na komm. Wow. Aua, ihr tut mir weh. So. Oh, Chaosgestalt. Lasse Fury vorübergehend ihre Chaosgestalt annehmen, um Gegner zu dezimieren. In dieser Gestalt verursacht Fury eine erhebliche Menge Magieschaden. Oh, dann sollten wir Magieschaden vielleicht doch ein bisschen mehr leveln. Drücke... Achso, ich glaube, es ist die Daumentaste an der Maus, oder? THU für Thump. Ich probiere es gleich einfach mal, aber ich glaube, das ist sie. Um die Chaosgestalt zu entfesseln. Ich nehme mich direkt mal auf. Ja. Sehr nice. Oh mein Gott. Okay, können wir es auch wieder abbrechen? Okay, wir müssen uns also nicht automatisch komplett
komplett aufbrauchen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. So, und ich glaube... Wir gucken hier nochmal um die Ecke. Ja, da ist noch jemand, aber das ist ja nur ein kleiner Fisch. Ja, Fisch mehr oder weniger, aber ihr wisst, was ich meine. So, haben wir nochmal ein kleines Lager ausgeräumt. Da oben geht es nicht weiter. Nö. Nope, nope, nope. So. Sind wir hier hinten gewesen? Nee, ne? Nee, ich glaube, da lugt noch ein Lurch-Fragment. Hat er recht? Achso, er lebt nicht mehr. Das ist natürlich umso besser. So, dann wären wir mal zu Wulgrim. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Sorry, ich habe gerade nicht hingeguckt, wo ich hingehe. Ich habe gerade nach dem Hund geschaut. Entschuldigung.